Komm ruhig neben mich. Absolut. Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist das zweite Video, was ich mit dem Fabian zusammendrehe, denn der Fabian wird mich diese Woche mal so ein bisschen begleiten und schauen, was ich so mache. Und weil ich damals mit 15 oder 14 ein Praktikum bei einem Schreiner gemacht habe und wir gar nichts mit Massivholz gemacht haben, habe ich mir überlegt, dass wir direkt mal was mit Massivholz machen. Wir werden nämlich heute so ein Schneidebrett hier bauen. Und ich habe die auch jetzt extra mal mitgenommen, weil da müssen wir eh noch neue Gummifüße drunter machen. Denn das hier sind die Schneidebretter, die wir auch privat zu Hause nutzen. Da kann ich euch einmal so ein bisschen den Unterschied zwischen Längsholz und Stirnholz zeigen. Der erste wichtige Punkt, ich bin da eine richtige Schlampe drin, ich habe die nie nachgefinisht. Was man halt eben nicht machen sollte, aber ich habe es auch aus dem Grund gemacht, dass man mal sieht, was passiert, wenn da nie mehr irgendwie eine Oberfläche draufkommt. Deswegen machen wir das gleich auch mal. Wir packen noch mal ein bisschen Finish drauf, weil dann wird es deutlich, wie sehr sich so ein Stirnholzbrett auch so von einem Längsholzbrett unterscheidet. Hier sehen wir einmal ein Stirnholzschneidebrett aus amerikanischer Kirsche und Eschenholz. Und wir sehen hier natürlich, in der Mitte schneidet man am meisten. Und wenn man so drüber greift, merkt man eigentlich nicht so die Riefen. Ne? Das ist halt das Geile. Und wenn wir das jetzt mal rumdrehen, sehen wir halt, wie das vorher ausgesehen hat. Das ist auch noch perfekt plan geblieben. Jetzt schauen wir uns mal als nächstes so ein Eiche-Längsholzschneidebrett an. Das war auch übrigens einer der ersten Tester, die ich für mich damals so gemacht habe, weil die Idee war halt eben einfach, weil ich Konter mit Nachname heiße, dass ich halt eben das Konterholz nenne. Das ist aber das Endlichste, wo ich es drauf gelasert habe. Ne? Ja. Da hatte ich hier Fun Fact zu tief gelasert und deswegen ist aber eigentlich ein ultimativ geiles Schneidebrett, weil es halt schön lang ist, aber nicht so tief. Hier sieht man halt, dass die Holzoptik vorher auch schon so richtig toll war. Man sieht hier ein bisschen wie so dieses Geschwungene und wird halt einfach täglich benutzt. Aber wenn man da jetzt so ein bisschen drüber greift, da merkt man halt jetzt hier schon, dass es sich wirklich verbraucht. Ja. Das ist ungefähr 4-5 Jahre alt und hält halt noch wunderbar, bis auf dass der eine Fuß jetzt fehlt. Hier haben wir noch ein Sippo-Stirnholz-Schneidebrett. Da haben einige gesagt, dass das hier nicht hält, aber greif hier auch mal drüber. Das ist auch noch echt nicht schlecht. Ne? Merkt man gar nichts fast. Ja, ist echt so, ne? Ich hole mal ein bisschen Öl, dann machen wir da jetzt ein bisschen Öl drauf. So, pass auf, die Schneidebretter sollen 50 cm lang gehen. Mhm. Deswegen schneiden wir sie jetzt 55 lang. 50. Ich mache den ersten Schnitt. Ja. Dann kannst du den nächsten gleich machen. So, ich peile jetzt einfach an, dass das Ganze mittig liegt. Kennst du den Trick, wie man immer weiß, in welche Richtung man die Mutter aufdrehen muss bei einer Säge? Nö. Wie schlau gehe ich auf? Ah, ich dachte, ich wäre in dem Alter für die schlauen Handwerkersprüche. Wir haben ja gerade so ein paar Leisten oder Lamellen hergerichtet, die sind jetzt parallel und sind schön plan. Und wir wollen ja daraus normale Schneidebretter machen, also im Prinzip verleimen wir einfach ein Brett. Du hast ja gerade schon stehen gesagt, ach, sind die verleimt. Ja. Die, wenn die gut verleimt sind, dann sieht man halt auch keine Leimfuge. Wenn man da so ein bisschen aufs Bild achtet, dann sieht man erst, wenn man so richtig genau hinschaut, dass das einzelne Lamellen sind. Ja, aber wirklich kaum. Ja. Und das hier wird auch später unsere Leimfläche sein, weil die Lamelle hier liegt quasi so hier. Ah. Und die können wir jetzt einfach auf ein bisschen Übermaß wieder zuschneiden. Also alles im Holzwerk ist immer Übermaß, 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 damit wir sie gleich einfach nochmal hobeln können. Man soll vielleicht auch sagen, du machst auch was Handwerkliches. Ne? Deswegen schaut mal beim Fabio vorbei, denn du machst eher mit Trockenbau, Innenausbauten. Ich mache eigentlich alles mögliche, Trockenbau, Renovierung, aber auch mit Holz. Auf dem Kanal ist ein bisschen was mit Holz. Ja. Bisschen Renovierung, ich habe so einen Container ausgebaut, alles mögliche. Das habe ich gesehen, das war ganz geil. Vor allen Dingen für euch noch, das ist das erste Mal,
auch für mich jetzt, dass ich mit der neuen Absauganlage arbeite, und das ist komplett krank. Ja, das also krank. Abrichten und dicke hobeln gleichzeitig, kein Gramm Staub. Guck mal, da ist, na gut, das auf dem Boden, das liegt aber eher dran, wenn man das Holz aufdotzt, dass von der Rinde was abfällt. Ne? Aber das werde ich euch in einem eigenen Video mal genauer zeigen. Weg oder separat erstmal? Hast du mal Brett verleimt? Ja, aber jetzt noch nicht so professionell. Klar, ich habe mir schon auch, also ich komme schon klar daheim, aber mir fehlen halt die Hobelmaschine und so welche. Dann ist das immer ein bisschen komplizierter. Sollen wir es mal so richtig korrekt deutsch machen? Sollen wir es durchexerzieren? Man mache es komplett. Wenn man so Brett jetzt nimmt und es verleimt, ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Konterholz-Schraubzwingen benutzt. Absolut. Die es hier 1995 im Konterholz-Online-Shop gibt. Von denen habe ich schon 10 zu Hause. Ach, nee, Gott. Seitdem kann man besser schlafen. Ne? Nee, Spaß beiseite. Es geht natürlich auch ohne die Schraubzwinge. Nur, ich sage tatsächlich immer, wenn man sagt, man muss sich eh Schraubzwinge kaufen und will Bretter verleimen, dann sind die halt günstiger, weil man braucht, um Enzo-Bretter zu verleimen, 3 Stück. Ja. Wenn man es mit normalen Schraubzwinge braucht, braucht man 3 große und 4 kleine, damit man das Brett gerade halten kann. Ja. Und die machen das halt so ein bisschen einfacher. Ich benutze sie auch echt oft. Also wenn ich Schneidebretter mache, sind die teilweise alle im Einsatz und sind ultra dankbar. Ich nehme mir meistens die einzelnen Bretter. Aber wir brauchen noch ein siebtes, dass wir auf die Breite kommen. Sollen wir es noch ein bisschen größer machen? Ja, freut sich meine Frau auf jeden Fall. Sie hat nämlich richtig Bock auf sowas. Was halt jetzt wichtig ist, ist so ein bisschen auf die Leimregel zu achten. Wobei das eigentlich ein gutes Beispiel ist. Hier müssen wir nämlich fast gar nichts machen. Weil schau mal hierher. Wir haben stehende Jahresringe. Aha. Das bedeutet, das Brett wird sich nur in die Richtung bewegen, aber nicht in die Richtung, weil wir nicht so die äußere Seite vom Baum haben. Das hier ist so das Kernbrett. Das ist im Prinzip das stabilste Brett überhaupt, weil es bewegt sich nur, es schwindet und quillt. Das heißt, das ist jetzt easy going. Wo ich nur persönlich mal drauf achte, ist dann, dass man außen nicht so viele Fehler hat. Weil außen können wir es dann schön schleifen und wenn dann Fehler drin sind, dann ist es aufwendiger zu schleifen und wir können uns einfacher einen Spreiß reinziehen. Das letzte? Das bleibt liegen, weil hier kommt der Leim drauf und dann drehen wir alles nach vorne. Logisch. Klingt totally plausibel. Wenn man das richtig oft macht, dann hat man irgendwann so genau die Menge. Ich achte hier mal drauf, dass auf einer Seite das Ganze bündig ist, damit wir nicht verdreht sind. Die sind jetzt alle relativ gleich lang. Als nächstes kommt eine Rohrzwinge oben drauf, dass wir gerade bleiben. Mikrofono. Das wichtigste Werkzeug, wenn es darum geht, irgendwas zu verleimen, weil damit können wir halt eben jetzt hier diesen Leimaustritt abschaben. Schneide dann noch gleich den dazu. So, Fabio. Ja, bitte. Also pass auf. Wenn wir Holz schleifen, dann drücken wir, also Holz besteht ja aus Fasern. Wenn wir das Ganze schleifen, drücken wir die Fasern ins Holz rein. Das ist jetzt glatt. Mhm. Wenn wir jetzt aber drauf schneiden, wir haben das gefinisht, wir schneiden drauf, dann kommt irgendwann ja auch von der Tomate so ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Und jetzt fühl mal hier. Dann stellen sich so die Härchen. Ja, genau. Hoch, ne? Ja. Und das ist immer schade, wenn man ein schönes Schneidebrett hat. Um das so ein bisschen zu kompensieren, machen wir das einfach vorher einmal nass. Wir haben ja mit dem Breitband das Ganze einmal grob geschliffen. Und jetzt können wir es direkt wässern. Ich hatte das vorher immer mit dem Langband geschliffen, dann gewässert. Aber mit dem Breitband kann man es nach dem Schritt direkt machen. Auch gar nicht so viel, weil da dauert es länger zum Trocknen. Ich komme!
Wir wollen heute ganz schnell sind. Das heißt, du tragst Öl auf, ja, und die Überschussdusche ganz sanft abziehe, ja, damit wir sie ja übereinander legen können. Weil wenn du die jetzt nicht, wenn das nicht machen würdest, dann würden die richtig aneinander kleben. Ja, okay. Genau. Ist immer geil, wenn die Holzstruktur so richtig rauskommt. Ja, immer, ne? Gerade bei dem Door sieht es noch immer geiler aus. Vor allen Dingen, es sieht halt nicht aus, wenn es verleimt wäre. Ne? Fabio, dein Brett haben wir halt jetzt noch nicht fertig machen können. Warum denn? Gute Frage. Wir waren mit Kaffeetrinken beschäftigt. Wir haben ein Büro gebaut. Wir haben uns ausgetauscht. Alles Daily Struggle, you know. Das machen wir dann irgendwann hinter der Kamera fertig. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Ne? Ja, eben. Die Woche ist eigentlich schon fast vorbei. Genau. Es ist Donnerstag. Morgen habe ich ja keine Zeit. Ja. Das heißt, was ist eigentlich total witzlos, ne? Die Leute denken, wir haben jetzt eine ganze Woche drei Schneidebretter gebaut. Komm, ich hol euch mal mit. Zeig mal den Leuten, was wir gebosselt haben. Hallo, liebe YouTube-Abonnenten, Fans und Freunde von Philipp. Hier sehen Sie zu meiner Rechten das neue Büro aus glatt geschliffenem MDF. Nee, ja. OSB. OSB. OSB, genau. Und einer Übergangstür. Hier kommt noch eine geile Schiebetür rein mit Dichtungen allem drum und dran. Und wenn man hier reinkommt, wartet man eigentlich nur, dass ein finnischer Sauna-Experte einen Aufguss macht. Weil hier drin sind es locker 30 Grad. Ich fange jetzt auch an, mich auszuziehen. Nee, Spaß beiseite. Also, wir haben die Woche einfach so ein bisschen gequatscht. Du wolltest ja einfach so ein bisschen schauen, was ich genau so die ganze Woche mache. Ja. Es ist halt viel hinter der Kamera passiert. Und das hier haben wir einmal zusammen mit der Kamera festgehalten, die drei Schneidebretter. Genau. Und das vierte von dir, was ja natürlich noch nicht fertig ist. Und die Roomtour nicht zu vergessen. Und die Roomtour, die haben also wir auch noch zusammen gemacht. Werkstatttour. Genau. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Fabi auf seinem Kanal vorbei. Vielleicht passiert das hier auch wieder in einem zukünftigen Video. Und dann werden wir auch noch mal fleißig die Kamera mitnehmen. Perfekt. Sagen wir auf Italienisch, bis zum nächsten Video. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Tschüssi.